Der zweite Oberland-Tourstopp der Freestyle-Bezirksmeisterschaft wurde am 14. März in Ischgl ausgetragen. Geboten wurde dabei Beeindruckendes. Ja, die Leistungen waren wie immer übertreffend, sage ich mal. Die Kinder, der jüngste Teilnehmer ist 8 Jahre, die Ältesten sind so 19, 20 Jahre. Also aufgeteilt in 3 oder 4 Gruppen, Mädels, Minis, Kids und Mans. Und die Jungs und Mädels haben echt was drauf. Man sieht natürlich, dass auch eine gute Skiclub-Arbeit da stattfindet, dass sie einfach gefördert und gepusht werden von klein auf im Skiclub. Für die Veranstalter war die Schaffung dieses Bewerbs von großer Bedeutung. Ja, ich finde das Event ganz, ganz wichtig, gerade für Nachwuchs. Wir haben jetzt ja das geschafft, sage ich mal, im Bezirk, einzigartig ganz Österreich, dass wir eine Struktur haben, eine Skiclub-Struktur, eine DSV-Freestyle-Struktur. Und wir haben jetzt diese Bezirks-Freestyle-Serie und da sind wir relativ stolz drauf, dass wir das anbieten können und dass die ganzen Jugendlichen und Kinder Erfahrungen für das Contestfahren sammeln können. Das ist ganz wichtig. Nachwuchsprobleme gibt es im Bezirk nicht, zumindest bei den Jungs. Bei den Mädchen sieht das anders aus. Genau, ja richtig. Wir haben ja auch heute ein paar Mal erwähnt als Moderator, dass eben die Mädels ein bisschen fehlen. Also es gibt schon auch Mädelsnachwuchs in Österreich, aber schön wäre, wenn wir einfach lokal in den ganzen Tälern mehr Mädels hätten. Oftmals trauen sie sich nicht so zu, aber vielleicht hier mit einem Aufruf an alle Mädels, kommt mal vorbei, wir beißen nicht, trainiert mal mit, habt Spaß mit uns, Spaß steht im Vordergrund und der Rest kommt von selber. Weiter geht es mit der Oberland-Tour bereits in Kürze. Die nächsten Tourstops haben wir am 1.4. in St. Anton Malberg. Ich würde mich freuen, wenn zahlreiche Jugendliche aus dem ganzen Bezirk von jedem Skiclub vorbeischauen. Es dürfen halt nur Skiclub-Mitglieder teilnehmen, das ist ganz wichtig, also zum Skiclub dazugehen, dann seid ihr auch dabei. Und der nächste wird am 25.4. am Kannonthaler Gletscher sein. Die 2 Tourstops haben wir noch.